What's up? Ja, die nächste Premiere an der Schaubühne ist Italienische Nacht am 1. März, inszeniert von Thomas Ostermeier. Das ist ein Stück von Ödön von Harvard aus den frühen 30er Jahren, das eigentlich ein Sommerfest der lokalen Sozialdemokraten in einer Kleinstadt beschreibt. Allerdings kommt raus, dass die Faschisten das alles sprengen wollen und statt sich gemeinsam zu verteidigen, zerfleischen sich die Sozialdemokraten eher untereinander. Mich begeistert dieses Stück ziemlich, weil es einfach eine so wahnsinnig scharfsinnige politische Analyse einer Situation und von Problemen sind, mit denen wir ständig auch heute, vielleicht auch wieder heute, zu tun haben, aber dabei überhaupt nicht verkopft ist, sondern ungeheuer lebendig und sinnlich mit einer großen Personage. Also, glaube ich, seit ich an der Schaubühne bin, noch nie mit so vielen Leuten gemeinsam zusammengearbeitet. Da stehen über 30 Leute auf der Bühne, große Teile des Schaubühnenensembles, aber dann auch Statisten und Faschisten und Sozialisten und Live-Musiker und Kinder und viele Leute, sehr, sehr eindrucksvoll, deshalb auch sicherlich nicht leicht zu koordinieren, aber das funktioniert eigentlich gut und ich freue mich sehr auf die Premiere. What's next? Ja, wir haben gerade begonnen mit Null, der zweiten Produktion von Herbert Fritsch an der Schaubühne. Es macht wirklich sehr viel Spaß, ist aber auch eine große Herausforderung, weil wir buchstäblich bei Null beginnen, ohne jeden Text und somit ohne jedes Sicherheitsnetz, birgt aber auch eine wahnsinnige ästhetische Freiheit, die wir auch gerade schon in den ersten Tagen sehr auszuloten suchen. Ganz wie die Null ja auf etwas verweist, das nicht da ist, ein Etwas sein könnte, aber eben nicht bestimmt, wie dieses Etwas genau aussieht, möchte Herbert mit dem Nichts spielen, das sich eben als Etwas ausgibt. Und so probieren wir gerade aus, wie dieses Nichts klingen könnte, proben sehr viel musikalisch, was vielleicht auch unsere Probenbühnennachbarn schon vernommen haben. In den ersten Tagen haben die Schauspieler, 9 an der Zahl, inklusive des Musikers Ingo Günther, sich vor allem mit großer Leidenschaft den Blechblasinstrumenten gewidmet und erprobt, was man eben hört, wenn nichts gesagt wird. Und wenn wir uns bis März nicht in nichts aufgelöst haben, ist die Premiere am 24.03. Don't miss. Ja, ganz besonders für den Monat empfehlen möchte ich keine Premiere, sondern ein Stück, das schon lange im Repertoire ist, nämlich Dämonen. Schon so lange im Repertoire, dass wir es gar nicht mehr so oft spielen. Jetzt kommt es wieder. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte jetzt wirklich die Chance nutzen, denn es ist ein großartiges Stück. Ja, eine Wohnzimmerschlacht vom Feinsten. Ein Paar besucht ein anderes Paar und alles eskaliert mit einem ganz großartigen Ensemble. Lars Eidinger, Eva Meckbach, Katlin Gablich und Tillmann Strauß.